Bei diesen Frauen im Luxus-Skiort St. Moritz dreht sich alles um die eine Frage. Wie angelt man sich einen Millionär? Komm nach St. Moritz, um einen reichen Mann kennenzulernen. Ich habe vorher viel recherchiert. Für mich ist Polo nicht wichtig. Ja, klingt altbacken und alles andere als emanzipiert. Das stört in St. Moritz aber offensichtlich niemanden. Oder doch? Wir sind beim jährlichen Snowpolo-Event im Luxus-Skiort. Ein Ort, an dem die Pelzdichte so hoch ist wie vielleicht sonst nirgendwo auf der Welt und Geld so gar keine Rolle spielt. Man kann hier also Geld ausgeben noch und nöcher. Mit Schmuck um die 10.000. Und wer hat das bezahlt? Mein Ex-Freund. Chöching aus Japan hat, was andere hier noch suchen. Für ihren Aufenthalt in St. Moritz musste sie bis jetzt kein Geld ausgeben. Sie ist mit ihrem Freund Millionär Frederick aus England angereist. Ihn lernt sie kennen, als sie 17 Jahre alt ist. Ich bin 45. Und du? Ich bin 25. Wie lange seid ihr zusammen? Seit 8 Jahren. Eine Freundin unserer Mutter hat uns vorgestellt. Bria ist für Simon sogar extra von New York nach München gezogen. Für die 24-Jährige kein Problem. Schon als Kind fand ich diesen Lifestyle toll. Es ist ein wahr gewordener Traum, wie eine Prinzessin. Der Selfmade-Millionär verdient sein Geld in der IT-Branche mit mehreren Firmen, die er selbst gegründet hat. Und Bria, die hat Film und Fernsehen in New York studiert und möchte Reality-Star werden. Bis es soweit ist, sorgt sie dafür, dass Simons Geld nicht auf dem Konto verstaubt. Zahlst du alles für sie? I'm spending a lot. Ich gebe schon viel aus. Ich bin einfach in einer guten Position, also gebe ich schon ein bisschen aus. Nenn eine Zahl, sag, was du ausgibst. Normalerweise spreche ich nicht über Zahlen. Lass uns sagen, 6-stellig habe ich letztes Jahr für sie ausgegeben. Aber der Münchner ist sich sicher. Sie liebt den Mann, der ich bin und nichts anderes. Kennengelernt haben die beiden sich übrigens in Südfrankreich bei den Filmfestspielen in Cannes, wo auch sonst. Doch die 24-Jährige beteuert, sie habe sich zuerst in ihn als Person verliebt. Ich weiß nicht wieso, aber ich dachte zuerst, er ist ein Taxifahrer. Jetzt schätzt sie vor allem seinen Lifestyle. Denn fest steht, Männer wie Simon sind in St. Moritz heiß umkämpft. Denn was Bria geschafft hat, das wollen Amy und Mascha auch. Sie sind dafür extra aus New York angereist. Die Unterkunft zahlen wir selber. Aber weißt du, die Menschen hier sind sehr großzügig und laden gerne ein. Wenig haben die New Yorkerinnen allerdings auch nicht ausgegeben, obwohl sich die drei Freundinnen schon eine Einzimmer-Ferienwohnung teilen. Denn selbst die günstigste Unterkunft kostet in St. Moritz an diesem Wochenende pro Nacht etwa 300 Euro. Für eine Taxifahrt von nur 10 Minuten zahlt man hier schnell 100 Euro. Doch die Rechnung scheint aufzugehen. Wir haben hier schon sehr nette, spendable Männer kennengelernt. Ich liebe einfach den gehobenen Lifestyle. Ich habe bereits in meinem Leben gearbeitet und ich bin jetzt bereit, das Leben zu genießen. Und was gibt es da für einen besseren Ort als St. Moritz? Amy und Mascha sind Anfang 30 und schon seit 3 Jahren Single. Jetzt wäre es nach eigener Aussage höchste Zeit, sich einen Ehemann zu suchen. Aber wie angelt man sich denn einen reichen Mann? Komm nach St. Moritz, um einen reichen Mann kennenzulernen. Wir haben schon viele kennengelernt, vor allem im Club Dracula. Da verbringen wir viel Zeit. Und da schaut ihr nach Männern? Ich sag mal so, zu essen gibt's da nichts. Du musst Selbstbewusstsein haben und darfst nicht ausstrahlen, dass du einen suchst. Ich mache vorher auch sehr viel Recherche. Wo sind die Hotspots, wo sind die reichen Menschen? Und dann fahren wir dahin. Mark Wolter und Tilman Goos sind 2 von ihnen. Was halten die Millionäre von den Geldjägerinnen in St. Moritz? Nicht unbedingt das Beuteschema, aber das immer wieder Versuche. Wie groß der Konkurrenzkampf zwischen den Frauen in St. Moritz ist, haben Amy und Mascha schon miterlebt. Wir hatten schon einige Auseinandersetzungen mit anderen Frauen, die noch besessener sind. Manche Frauen hier sind richtig aggressiv.
Sorgen, die sich das zukünftige Reality-Sternchen Bria nicht mehr machen muss. Auf TikTok zeigt sie gerne ihren Lifestyle. Ein Range Rover zum Valentinstag oder zum Dinner mit dem eigenen Heli fliegen. Für Bria ganz normal. Helikopter, Helikopter, schade, Marco, treba. Wir treffen sie am Nachmittag auf der Luxusmeile von St. Moritz wieder. Ja. Sind solche Shopping-Trips normal für dich? Ja, sind sie. Wenn ich so eine besondere Tasche sehe, muss ich einfach zuschlagen. Für mich ist es normal. Ich bin eine sehr großzügige Person. Ich lieb's einfach. Aber auch Bria betont immer wieder im Interview, nur auf das Vermögen des Mannes sollte Frau sich nicht verlassen. Den Vorwurf, sie sei eine Millionärsjägerin, streitet sie ab. Ich hatte, bevor wir uns kennengelernt haben, 3 Top-Jobs und war sehr auf meine Karriere fokussiert. Es ist wichtig, dass du irgendetwas machst und in die Beziehung mitbringst, sonst bist du ganz schnell ersetzt. Und deshalb lässt auch die 24-Jährige gerne mal was springen. Oder so ähnlich. Kaufst du auch mal was für ihn? Klar, zu Weihnachten habe ich ihm viel gekauft, einen besonderen Cartier-Ring. Aber den hat sie mit meiner Kreditkarte gezahlt. Aber Selfmade-Millionär Simon ist sicher sicher. Sie liebt den Mann, der ich bin, und nichts anderes. Zurück zu Amy und Mascha. Wie uns die beiden jetzt erzählen, hat es mit dem großen Geld, der großen Liebe in St. Moritz leider auch dieses Mal nicht geklappt. Würdet ihr jemanden daten, der kein Geld hat? Also, wenn er gar kein Geld hat, nein. Wahrscheinlich werden sie deshalb auch nächstes Jahr wieder zum Snowpolo in den Luxusskiort St. Moritz reisen, um auf Millionärsjagd zu gehen.